Hallo, ich bin Herr Pongo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bladeborn. Wir sind wieder im allerersten Gebiet im Krankenzimmer im Erdgeschoss, denn hier oben war etwas oder ist etwas Neues. Oh, well, hello. Splendid. Let me ask you a small kindness. You're soon off to hunt, I presume? Then, if you find any survivors, tell them to seek Yusefka's clinic. Upon my Hippocratic oath, if they are yet human, I will look after them. Perhaps even cure them. This sickness, these beasts, they are not to be feared. This time the night is long. I may be trapped here, but I should do something to help. I'll even offer a reward for your cooperation. Tempted? Well, off you go then. If you find anyone who's still human, send them straight to Yusefka's clinic. You can assure them there's no place safer. Please, do me this service. Gut, das ist Yusefka und wir könnten jetzt quasi neue Leute entweder zu Jeroen Kapelle oder zu ihr schicken. Ich sage es einfach mal gleich, wenn wir Leute zu ihr schicken, wird sie sie umbringen. Deswegen, also nicht, dass ihr euch wundert, wenn ich niemanden dahin schicke, weil, naja, ich hätte die Oma dahin schicken können, aber nein. Ich möchte, dass alle überleben. Erstmal. Und darum tue ich das nicht. So. Hier in die Richtung gibt es auch was Neues. Komm schon. Ja, oh Gott. Oh fuck. Okay. Habe ich das nie aufgenommen? What the fuck? Ich hätte doch schon mal angegriffen. Aber hier sieht man jetzt, wie die angreifen. Pass auf. Jetzt sind wir jetzt ein und der Haut ist alle tot. Ein einzelner steht noch im Führerbunker, bringt noch Licht. So, das zweite ist nämlich das kleine Mädchen. Ich werde das nicht nochmal zum Haus gehen, aber das kleine Mädchen ist nicht mehr im Haus. So viel kann ich sagen. Wenn jetzt erstmal wieder das Schwein fressen. Oh ja. Oh, super, boah. Oh ja. Ja. Oh, danke. Ein Schreck, Major. Wie es explodiert. Wir kriegen jetzt nämlich auch eine rote Botenschleife. Rote Schleife, die Boten seltsam gern haben. Das dichte, hervorstechende Rot wurde aus den Organen irgendeines glücklosen Opfers gewonnen. Wirklich eine seltsame Wahl, aber vielleicht dient dieses Accessoire Boten zum Trauern. Und wenn ihr mir jetzt einfach mal glaubt, wenn ich sage, dass das Mädchen nicht mehr in dem Haus ist und auf einmal Gedärme in dem Schwein gefunden werden, sieht das nicht gut aus. Weil ich das erstmal richtig niedergeschlagen, weißt du? Nicht nur, dass ihre Eltern verrecken, nicht nur, dass ich ihr noch die Überreste bringe in Form der Brosche. Nein, sie wird von dem hässlichsten Monster im Stadtgebiet gefressen. Dann gehen wir jetzt aber wirklich mal weiter. Gehen wir mal wieder zum neuen Gebiet. Haben drei Wege, denn, und hier ist noch fest verschlossen. Gehen wir mal hier hin und ich, ja, so ist es. Ne, warte, nein, ich cosplay jetzt Gascoin. Ich habe ihn besiegt, ich trage seine Rüstung. Das macht alles. Na, was sagst du jetzt? Ich finde die voll eklig, diese Kirchenmonster. Die sind voll eklig. Da ist ein Jumpscare hier. Einfach verrecken, danke. Oh Gott. Kiesel. Habe ich schon mal gesagt, dass die Kiesel aussehen wie Todessterne? Finde ich schon. Da kann man. Na?
Was hast du dazu zu sagen? Holzschild. Ein Schild, oh ja, wir können blocken in Bloodborne. Ach, Flammensprüher, verdammt, das wollte ich die Folge machen. Ich gehe gleich zurück. Ein grober Holzschild, der von den Massen eingesetzt wird, die sich der Jagd angeschlossen haben. Jäger verwenden normalerweise keine Schilde, da sie gegen die Stärke der Bestien nicht genug Wirkung zeigen. Schilde sind nett, aber nicht, wenn sie Passivität erzeugen. Ach, 8 Arkan und nicht 8 Blutfärbung, deswegen wollte ich das auch nicht verwenden. Ja, und mit dem Schild, ich glaube, die machen ziemlich deutlich, dass sie kein Schild benutzen soll, dass das ziemlich Bullshit ist. Ich kann ja mal, ich habe glaube ich noch ganz viele, ja genau, ich habe das ganze Kaltblut. Boah, 2400. Dann gehen wir mal kurz zurück, leveln 2 Arkan und dann geht's weiter. Und bevor wir das alles tun, zeige ich mal kurz, was man mit der roten Schleife machen kann. Die könnte ich doch hier noch an den Stumpfboden erinnern, nämlich hier. Geboten Accessoires, dann verzieren sie es folgsam. Rote Botenschleife. Und tada! Das heißt, alle Boten tragen jetzt die Gedärme des Mädchens auf dem Kopf. Ist das nicht toll? Da ist es super. 3 Level. Na gut, dann Arkan. Und dum-di-dum-di-dum. Mehr Vitalität. Ich brauche mehr Vitalität. So, dann können wir jetzt mal. Hast du das Holzschild? Ist halt einfach. Nein. Du kannst mal blocken, das war's. Der Flammensprüher ist eine Gießkanne und dann kann man. Ganz ehrlich, die ist cool, die war halt so ein paar Kaltblut-Tau habt. So, das sollte noch für ein Level reichen. Dann nochmal Vitalität, dann haben wir da jetzt auf jeden Fall genug und dann geht das jetzt richtig weiter. Ganz ehrlich, ich finde das kacke, dass wir immer nur die eine Waffe haben. Sobald ich eine neue Waffe finde, die nächste Rechthandwaffe, die ich finde, schwöre ich, werde wir benutzen. Das ist ziemlich lustig, weil ich weiß nicht mehr, was jetzt als nächstes für eine Waffe ich finde. Oh, mehr. Ein komplettes Sega-Set. Seht ihr das? Ein Umriss. Naja. Das war zum Glück nicht gruselig. Ich kenn's natürlich, aber das ist krank, das Vieh. Dem werden wir noch häufiger und vor allem sichtbarer begegnen. Hab ich den jetzt überhaupt bekommen? Ach ja, der Zylinder. Ganz ehrlich. Das hat so viel mehr Style. Das glaubt ihr gar nicht. Da hat Pongo anscheinend vergessen, die Items durchzulesen. Oh! Wir müssen noch ein neues Jägergewand dafür. Das hatten wir schon. Das ist halt. Das hat einfach unfassbaren Stil. So gehen wir. So gehen wir auf jeden Fall. So, dann geht's entweder hier weiter oder da links. Ich geh mal hier. Und ja. Oh, Scheiße. Komm, siehst du mich schon? Du hast auch gar nichts gesehen, weißt du das? So gar nichts. Aua. Warte mal. So muss ich machen. Ich glaube nämlich, wenn man oft genug den Kopf trifft, wenn er quasi so runtergelassen ist, kann man ihn auf die Art töten. So, was ist hier? Ein besonderes Emblem öffnet das Haupttor. Das haben wir auch im Traum gesehen. Das könnten wir für 14.000 oder so kaufen. Aber da das fucking viel ist, nehmen wir einfach den richtigen Weg. Den kriegt man auch ganz einfach, wenn man hier weitergeht. Oh. Komm her. Oh fuck, oh nein! Oh nein! Nein! Ich werde sterben! Ich werde so sterben! Ich werde so sterben! Friss Feuer! Friss Feuer! Es ist voll nice!
sterben. Mama, fick dich doch einfach ohne Spaß! Das ist Plattform. Wenn du mit den Gegnern spielst und irgendwelche Flammen auf die Ballast, verreckst du. Wo das Lustige ist, Moment. Ganz ehrlich, das war's. Scheiße, wirklich. Einfach weg. Eine Blutschutzscherbe, sehr gut. So, diesmal mit etwas mehr Geduld. So. Beide gleichzeitig ist so, naja. Du kleine No. Komm her. So. Nach diesem AIDS-Kampf haben wir eine wunderbare Aussicht. Und das Fernrohr. Mit dem Fernrohr betrachtet man Dinge aus der Ferne. Kein Jägerwerkzeug, sondern eine Antiquität, die nach Belieben verwendet werden kann. Das packen wir uns direkt mal rein anstelle dessen. Ich meine, gut, der Zoom ist nicht krass, aber man kann jetzt zum Beispiel, ich kann das hier auf die Lampe richten, dann schießen, trifft das genau dahin. Dafür ist das gut. Sonst, naja, man kann sich Dinge näher angucken. Ist doch auch ganz gut. Ich weiß jetzt auch vor allem nicht, was ich mir angucken könnte, aber man kann. Es sei möglich. Das ist lustig, weil bei dem Typen. Aha. Da ist irgendwie so ein Vieh, was ich glaube, einen Blutschutzscherm hat und die hätte ich gerne. Deswegen darf ich das nicht aufschalten, weil das sonst wie spawnt. Ja, ich präsentiere Mr. Abrisskugel. Mal, kommst du heute noch, oder? Der ist jetzt nicht ernsthaft da festgebackt, oder? Ganz ehrlich? Wenn du nicht willst. Oh, ich glaube, das war's. Jetzt kommt er. Oh! Das war knapp. Das war verdammt knapp. Aber gut. Er ist tot. Da hatte ich kurz Angst. Und das ist noch da. Perfekt. So, das sind nämlich, wer Dark Souls kennt, der Blutsteinscherben. Wer Dark Souls sind das die Kristallechsen, hier sind das diese Viecher. Wo man nicht den Namen kennt. Wegrennende Schleimhaufen. Und Blutsteinscherben, drei Stück. Das sollte zu langsam reichen, um meine Waffe auf plus 3 zu bringen. Oh ja! Waffen zerstört! Mama! Geil! Ja! Samstag und Mittagsruhe! Pongo brüllt rum! Mami! So. Dann soll ja immer einen Zeugen übrig lassen, der von der Tat berichten kann. Ich sage, ich mache keine Gefangenen.
Ein Mäßigungsblutedelstein, der erste seiner Art. Und hier ist eine fest verschlossene Tür. Und was es mit dieser verschlossenen Tür aus sich hat, werde ich jetzt zwar nicht direkt demonstrieren, aber man kann es sich denken. Behaltet die Orientierung, da wird die Tür. Und hier. Das da ist die Brücke, wo wir das Vieh bekämpft haben, die Klerikerbestie. Und hier hat sie wahrscheinlich gesessen. Man sieht es besser von hier. Da ist die Brücke, definitiv. Und es gibt ja diese Münz-Items, hier, glänzende Münzen. Und wenn man die, könnte ich jetzt quasi an die Tür da werfen, dann den ganzen Weg rumgehen, bis auf die Brücke und da an die Tür gehen. Und die Münzen werden durchscheiden. Das ist ja quasi der Beweis, dass die Welt zusammenhängt. Dann sind wir hier fertig, dann geht es jetzt den anderen Weg noch. So, eine kleine Kapelle. Ah ja, wo ist der Hund? Wo ist der Hund? Fuck! Scheiße. Immer mit Lenken mit den Armen. Oh. Kaltblut-Tower, perfekt. Und ein paar Molotov-Cocktails. So, hier gehen wir gleich rein. Wir gehen jetzt erstmal in das Feuer. Schön. Eine Runde Feuerfeuer abholen. Hilft immer. Stärkt die Ader und die Seele für die folgenden Kämpfe. Ah. Hast du mehr Runde? Ja. Oh, fuck. Na komm! Patz! Putz! Ah, so. Was haben wir denn hier? Einen verfaulten Mann mit langem Bart, nur in der Schule steht. Ich sitze auf deinen Eiern. Schau mal, wo ich meine Hand habe. Ui. Okay, vergesst das. Vergesst das einfach, bitte, direkt. Lol. Du bist mein bester Freund. Ich nehme dich überall hin mit. War hier was? Nein. Aber hier. Hier ist was. Ein großer Schwein. Und ein Mann. You're a beast hunter, aren't you? I am. I knew it. That's precisely how I started out. Oh, that's interesting. Oh, beg pardon. You may call me Alfred. Can I call Protégé you of Master Ligarius, hunter of vile bloods. So. What say you? Our prey might differ, but we are hunters, the both of us. Why not cooperate and discuss the things we've learned? Why not move your lips? Oh, very good. Very good indeed. Okay. Take this to celebrate our acquaintance. Celebrate with fire paper. Beast hunting is a sacred practice. May the good blood guide your way. There must be oodles for us to share. Oodles? Go on. Just tell me what piques your interest. I want to know why your lips aren't moving. Okay, heilende Kirche oder Bergenwurf? As you know, the Healing Church is the fountainhead of blood healing. Well, I'm a simple hunter, quite unfamiliar with the ins and outs of the institution. But I have heard that the holy medium of blood healing is venerated in the main cathedral, and that counselors of the old church reside in the high stratum of the cathedral ward. If you seek blood healing, and the church is willing, you should pay them a visit. Da wollen wir eigentlich hin. Unbedingt. Bergenworth is an old place of learning, and the tomb of the gods carved out below Yharnam should be familiar to every hunter. Well, once a group of young Bergenworth scholars discovered a holy medium deep within the tomb. This led to the founding of the Healing Church and the establishment of blood healing. In this sense, everything sacred in Yharnam can be traced back to Bergenworth. But today, the college lies deep within a tangled wood, abandoned and decrepit. And furthermore, the Healing Church has declared Bergenworth forbidden ground.
It's unclear how many of its scholars remain alive, but only they know the password that allows passage through the gate. Okay. I bid you farewell. It has been a pleasure. May the good blood guide your way. Na dann, auf Wiedersehen, Alfred. Die Geste können wir uns mal angucken, einfach hier. Ja, das hat er quasi gemacht, bevor wir hier hingekommen sind, glaube ich. Und ja, wegen dem sage ich immer Bergenworth, weil er das so schön ausspricht. Achso, und das Feuerpapier, können wir uns nochmal angucken. Grobes Scheuerpapier, das was mit Feuer verleiht. Ein Jägerwerkzeug aus der Werkstatt. Seit der Tragödie, die Altjanem getroffen hat, ist Feuer ein Bestandteil der Bestienjagd, um Unreinheit zu läutern. Bestimmte Arten von Besten haben extreme Angst vor Flammen. Ja, das mit den Flammen stand ja schon bei der Fackel. Das dürfte... ist ein unfassbar starker Buff, aber wir haben halt nur 3 davon, deswegen müssen wir mal gucken, bei welchem Boss und wann überhaupt und wie. Hoch. Komm her. Immer hier. Dann kennen wir ja alles. Und ja, hier hat sich ein Grabstein bewegt. Aha. Hier wollte ich am Anfang nicht rein. Hier ist das Lagerfeuer, wo ich die Stärke geholt habe. Und, naja. Hier ist ein Grab. Ich weiß gar nicht, ob hier irgendwas Wichtiges ist. Nee, einfach nur eine Leiche. Aber, was sich da unten befindet, erfahren wir natürlich erst in der nächsten Folge. Wie schon bei Fallout gesagt, ich bin jetzt erstmal eine Woche in den Alpen und deswegen wird die Folge dann, naja, auf jeden Fall erstmal Velox, 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 Velox und dann irgendwann Bloodborne. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, gebt ein Like, wenn ihr es toll fandet, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns zu einem neuen Video oder vielleicht der nächsten Folge Bloodborne. Plup. Ich drücke jetzt auf Aus und dann esse ich eine Piñata von oben bis unten, so wie ich euch esse, einen kleinen.